So, mal schnell hingefummelt. Wir schrieben den Mai 2008. Keiner von uns hätte damals je gedacht, dass wir irgendwann wieder um den Aufstieg spielen. Waren wir doch eher am nach unten schielen. Doch Thorsten sei Dank mit letzter Kraft. Quali für die dritte Liga wurde geschafft. Die Querelen im Verein waren uns noch allgegenwärtig. Noch vor kurzem waren wir am Boot, waren gefertigt. Das neue Führungsteam war großes Glück für den Verein. Endlich quatschen keine Deppen mehr von außen rein. Wer etwas Ahnung von dem Sport hat, der würde verstehen. Es gibt nur einen Weg nach vorne, lass ihn uns gemeinsam gehen. Und heute, 3 Jahre danach, man glaubt es kaum. Statt der vierten Liga Schmach wurde für unser Traum. Die zweite Liga hat ihn wieder, unseren BTSV. Wir bringen wieder Farbe ins Spiel, unser Gelb und unser Blau. Es heilt wieder durch die Stadien von der Isar bis zur Spree. Die Tradition ist wieder da, Eintracht Ole. Gerade noch rechtzeitig, denn es war schon fast zu spät. War der Verein in den letzten Jahren zwiegespalten. Hat hier endlich Fußball-Sachverstand Einzug gehalten. Statt ausgedienter Profis, die nur abkassieren und flüchten, wurde begonnen, eine Horde junger Löwen ranzuzüchten. Die Mannschaft ist ein Team und zu allem bereit. Lange nicht gab solche Verschrobenheit. Jeder Einzelne ist gerannt für das große Ziel. Hat immer alles gegeben in jedem Spiel. Jeder aus der Truppe hat gekämpft bis zum Ende und wurde so wie erhofft zur Legende. Selbst die Fans sind wieder zusammengerückt nach all den Jahren. Was gemeinsam alles möglich ist, konnten wir so erfahren. Die zweite Liga hat ihn wieder, unseren BTSV. Wir bringen wieder Farbe ins Spiel, unser Gelb und unser Blau. Es schallt wieder durch die Stadien von der Isar bis zur Spree. Die Tradition ist wieder da, Eintracht Ole. Lasst uns alle zusammen weitermachen, genau wie bisher. Dann werden wir alle noch merken, da geht noch viel, viel mehr. Ein ausgebautes Stadion, ein Haus als Treffpunkt für die Fans. Eine sportliche Führung mit Geduld und Kompetenz. Und weht auch mal ein Gegenwind, dann halten wir dagegen, weil wir Braunschweiger sind. Die zweite Liga hat ihn wieder, unseren BTSV. Wir bringen wieder Farbe ins Spiel, unser Gelb und unser Blau. Es schallt wieder durch die Stadien von der Isar bis zur Spree.